Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zur 123. Folge Fallen 2.0 mit dem Delta und dem Wesley. Alle hier vor Ort, guckt es euch an. Ein seltenes Bild. Drei Personen auf einem Bildschirm. Sogar in drei verschiedenen Farben. Wow. Power Rangers. Power Rangers. Also, tschüss. Tschüss. Hier, jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Ich verfolge mal den Luma jetzt. Wie lange üben wir das hier eigentlich noch? Der bis hier unendlich Forschung durch ist, ne? Ja. Ja. Würde ich aber auch sagen. Das kann aber ein langes Let's Play werden. Was? Ja, das ist, Ding ist, welche Ziele wollen wir uns jetzt hier noch geben? Welche Ziele wollen wir uns noch geben? Wir haben wirklich alles geforscht. Wir haben die letzten Module. Gibt es noch eine Ressource, die wir benötigen? Die wir bauen könnten? Letzte Rüstung oder so? Ja gut, ich habe eine MK3 theoretisch. MK5 gibt es glaube ich noch, ne? Wenn wir bis auf MK5 gehen, ja, die können wir auch schon bauen. Ja, jetzt mit den 8er Modulen können wir so bauen. Aber wenn du dich da jetzt dran setzt, dann hast du Ende der Folge die Anzüge. Also ist nicht. Ist jetzt nichts, was schwer zu erreichen wäre. Boah, Armor MK5. Baut hier schon Artefakte? Ja. Wir machen alles eigentlich im Prinzip. Ich weiß nicht, was. Also, wir sind ja am Ende eigentlich. Wir haben das Spiel. Ja. Ist alles erreicht. Denke ich, fehlt uns nichts mehr. Nicht so wirklich, ne? Wär's doch eigentlich ein guter Zeitpunkt für letzte Folge. Die schöne 1, 2, 3? Ja. Ich vermisse immer noch den Atompilz. Na, den hatten wir tatsächlich noch nicht, ne? Nee, lass mal Atombomben bauen. Ja, lass mal Atombomben bauen, Junge. Los geht's! Rindet, Junge! was brauchen wir denn dafür? Wo haben wir die überhaupt? Gibt's die überhaupt hier? Ja. Atombombe. Ich lass die mal hier automatisch bauen und guck mal, was so fehlt. Gibt sogar Atombombe und Atombombe. Wo ist der Unterschied? Achso, das ist ein. Haben wir Plutonium? Ja, würde ich sagen, nehmen wir die große Atombombe, oder? Klar, wenn schon, denn schon. Ja, die hat dieselben Stats sogar. Wir sind gleich. Wir benötigen Raketenbooster. Was brauche ich denn dafür? Da sind Raketenbooster. Wir benötigen Ammoniumnitrat. Ja, mach mal. Sag mal, Delta, der hat das, glaube ich, da bei Raketenherstellung, oder nicht? Nee, da habe ich nur sowas wie Hydrazin und Methylhydrazin. Ammoniumnitrat, warte mal. Das Fest. Ammoniak, Salpetersäure. Ammoniak und Salpetersäure. Haben wir das irgendwo? Ammoniak ist relativ einfach und Salpetersäure kannst du mit dem Zug holen. Will das mal einer gerade machen? Ammoniumnitrat für Logistikanforderungen? Dann können wir hier rumbomben. Irgendwo haben wir doch Ammoniak. Ja, das ist irgendwo ein Abfallprodukt. Ammoniak? Ammoniumnitrat, nein. Oder? Achso. Nee, doch nicht. Nein, auch nicht. Ammoniak, wie hier nochmal Ammoniak. Schon 15.000 Mal gemacht, aber. Wie heißt das Zeug? Ach, weißt du was? Ich baue hier gerade einen Bahnhof und dann kannst du es hier abholen. Wo?
Mach mal hier einen Flüssigkeitsbahnhof hin, Wesley. Ja, nicht, wo du bist. Ja, ganz so. Du hast da Ammoniak und Salpeter, ne? Ja, Ammoniak habe ich hier. Ja, warte mal, dann hast du ja erst... Salpeter habe ich auch. Ja, dann kein Flüssigkeitsbahnhof, sondern ein Feststoff. Ja, stimmt. Feststoff, so. Ja. Klein, muss größer machen. Oder wird das gemacht in der Chemiefabrik oder was? Gucken. Das Zeug. Ja. Ammoniak. Heißt das? Ammoniumnitrat. Ammonium. Bis Rakete. Das schmiert uns hier echt ab, ne? Bahnhof steht. Hawaii. Lahmes Band. Oh, hier fehlt's an, wow. Denn hier Bahnhof frei. Voll hier. Alles voll. Ja, die haben tatsächlich noch rote Fließbänder. Wer? Ja. Es wird Bahnhöfe. Hey. Hey. Lösch mich. Es ist schnell genug. Die haben bis jetzt immer gereicht. Ja. Ich hab keinen Bock, das jedes Mal abzugraden. Das ist voll nervig. Ja, oh, das hättest du ja jedes Mal machen müssen. Ja. Doch. Einmal. Ein einziges Mal. Nein, das ist auch weniger, als du denkst. So. Hier, Hey, warum hat der denn hier dich das Upgrade übernommen? Ammonium. Ammonium. So. Ich mache jetzt eine grüne Einladung. Oh, hier sind schon 20.000, 1.000. Ja, richtig. Forschung haben wir am Start, ey. Plus 160% Produktivität. Läuft. So, Ammoniumnitrat ist da. Muss nur noch einen Zug schicken. Kommt. Das war nicht und, sondern oder. Okay. Ich brauche einen... Warte, ich steige. Raketenwerfer. Ja. Oder. Warum läuft das hier nicht? Glaube ich jetzt das Ganze im Ammoniak oder was? Egal. Sind die blauen Robis noch schneller? Ja. Nicht normal. Normal. Kommt jetzt nicht genug Ammoniak. Wieder zurück. Kann ich hier nicht noch. Komm, ich baller hier jetzt Speed rein. Ist doch scheißegal. Speed. Da gibt's ja noch ein anderes Raketenbooster-Rezept mit Ammonium. Speed-Module. Perchlorat. Perchlorat. Ammonium-Perchlorat. Warte mal, dann muss ich hier auch welche reinmachen, ne? Der Tunnel geht nicht. Was? Oh.
Das war aber viel. Ammoniumnitrat kommt. Cool. Ne, der fährt los, wenn eins von beiden erfüllt ist. Also entweder voll oder Zeitvergang. Wer fragt? Okay. Ah, guck mal, was hier geht. Produktivität 120%, das stellt schon mehr als das Doppelte her. Habe ich nicht noch irgendwo so ein Beacon da? Ich muss ja sagen, diese Produktivitätsmodule sind ja eigentlich schon ziemlich langweilig. Ja, die haben sogar Spiel nicht die, gut. Dings also auch nicht rein Vanilla Produktivität. Oder so. Findest du kacke? Das ganze Prinzip von diesen Modulen finde ich nicht gut. Weil das macht keinen Sinn. Pflanzt in eine Maschine einfach einen Chip rein, es kommt da mehr raus. Hey, gibt's bei Autos auch. Meinst du jetzt Chip-Tuning oder was? Ja. Das ist was anderes. Hey, wo? Nein, du fügst zum Beispiel aus Zahnräder, machst da Produktivität. Plötzlich kommt aus derselben Menge Eisenplatten mehr Zahnräder raus. Da wird halt der Wirkungsgrad erhöht. Ja, du kannst es halt mit damit begründen, dass die Platte besser zugeschnitten wird. Ja. Zuschneidung zum Beispiel optimiert wird und solche Sachen. Ja, kann man sich so schön reden, aber ich find's nicht so gut. Weil eigentlich hat Bob und Angel schon. Du hast ja oft immer andere Rezepte für. Sagen wir mal Glas. Geschmolzenes Glas, ne? Und da kannst du halt die Produktivität erhöhen, indem du die Rezeptur komplizierter machst. Das finde ich geil. Weil da wird Arbeit einfach wirklich belohnt, statt wenn du einfach Produktivitätsmodule in eine Maschine haust, dann kriegst du mehr raus. Ja, und vor allem das, also was ich halt blöd finde, ist halt die reine Produktivität ohne mehr Stromverbrauch. Das haben wir ja auch ausgeschaltet. Zum Beispiel. Nein, wir haben ja Energieverbrauch. Das meine ich ja. Es gibt aber auch Module mit ohne Energieverbrauch. Nein, wenn du jetzt das 8er Modul hast, das bringt Produktivität, aber erhöht den Energieverbrauch um 80%. Ja. Ja. Und es gibt das noch ohne den Energieverbrauch, dass es nur die Produktivität erhöht. Ja, das kann ich einstellen, ja. Warum wird das hier nicht geliefert so richtig? Was soll das? Wir haben doch Robis am Start. Jetzt kaputt die Robis? Petersäure. Ja. Muss halt Lob machen. Ja. Oh, die Maschinen zu lahm, ey. Ah. Da geht keine Produktivität rein, Loki. Vorne. Zeige. Check ich nicht. Warum wird es hier nicht geliefert? Was wird nicht geliefert? Ja, hier. In den 8er Modulen. Da fehlen. Produktivität Processing Boards. Die werden nicht geliefert. Es sind 400 angefordert und es werden 13 oder so mal geliefert. Aber die die Anbieterkiste hinten ist voll. Wo ist die denn? Ja, hier, wo ich stehe. Wird nichts abgeholt. Und die ist im Logistiknetz alles. Das verstehe ich nicht. Lieferbar, minus 10, hä? Warte mal, das sind nicht dieselben. Achso, ich muss hier unten gucken. Ach, ich habe hier bei den falschen geguckt. Die sind ja hier unten. Okay, die fehlen tatsächlich. Ah, siehste. Okay, hat sich erledigt. Ich weiß Bescheid. Woran liegt es jetzt hier? Du bist einfach zu lahm. Ja, gerade, ich habe das ja jetzt aufs Ultimatum gepimpt. Da sind ja 8er Speed-Module drin, 6 Stück.
Überleg dir das mal. Was ist denn eigentlich mit Effektverteilern? Nein. Das ist dann wirklich übertrieben. Ah, das läuft jetzt schon. Alles gut. Bin auch gerade übelst am Pimpen hier. Cool. Okay. Sehr schön. Was sagt die Atombombe? Ja. Was wir testen können, ist, wie schnell kann man laufen in diesem Modpack? Was ist wirklich die Top? Wann stürzt das Spiel ab? Wann? Ja. Okay. Mal versuchen. Wann pass auf, ich gehe jetzt erstmal hoch zu den Aliens und dann werde ich erstmal die Atombombe schießen. Wo bist du? Hast du jetzt eine? Ich habe eine. Wo bist du? Ich komme mit. Ich laufe jetzt. Wo laufe ich denn hin? Wo ist denn nah? Ich glaube, ich laufe hier hinten rüber. Da, links. Da ist nicht so weit. Links. Ach Quatsch, warte mal. Warte auf mich. Ah, ich noch nicht da. Alles gut. Machen sich kein Problem. Ah, hier kackt alles rein. Mit Modulen und Beacons reicht eine Maschine. Ja, das glaube ich dann auch. Aber du kannst ja auch Dreier-Beacons bauen. Die sind ja richtig übel. Ja, die haben... Die haben hier waren sie, ne? Die Zweier-Beacons, die haben sogar vier, die haben vier Plätze und die Dreier, die werden auf jeden Fall sechs oder so haben. Und die Reichweite noch, oder? Ja, ja. Kannst du, glaube ich, irgendwie 50 Stücken um eine Maschine bauen. Ich bin als Erster da. Sind die Aliens? Ach nee, warte mal. Irgendwie. Nee. Ich kann das hier nicht liegen lassen. Au. Oh. Okay. Macht ihr schon Party? Ja, Mann. Natürlich! Gott sei Dank nicht. Ja, gut, ne? Sterben halt alle. Wie stark ist deine persönliche Laserverteidigung? Ich habe drinne zweimal MK6. Ein Schuss tot! Alter! Wozu brauchst du die Atombomben? Dann geh ich einfach selber rein. Will ich eigentlich mal ausprobieren, ne? Ist die Atombombe. Wie viel Schaden hältst du von einer Atombombe aus, Nummer? Ich hab nur ein einziges Schild drinne. Und das auch nur MK4. Feige. Was meinst du? Also ich weiß, wer keine aushält. Was hatte ich denn hier? Bilder, ne? So langsam. Ach ja. Hey, ich brauche jetzt voll lange bis nach oben. Warum? Putz. Ah, es tut mir leid. Die Artefaktproduktion, wo ist die? Ich weiß nicht, der muss Luma mal zeigen. Ich kenne mich da nicht aus, die habe ich nicht gemacht. Welche Artefaktproduktion? Die Artefaktproduktion. Alien-Artefakte habe ich nicht gemacht. Delta? Hm. Nie gemacht? Ja. Da musst du mal bei Delta in den Stream gucken, der zeigt dir die bestimmt. Na, hier ist die. Kannst ja, das ist ja, sind ja nur zwei Maschinen. Ich kenne mich aber nicht aus. Wie, mehr ist das nicht? Nö. Ja, ist relativ einfach. Du brauchst nur diese Zellulose und dann diese... Ja, es lag schon alles fast da, deswegen. Ja. So, wir können ja das noch fertig forschen. Da brauchen wir bei der letzten Forschung nur 4 Millionen Fläschchen. Ja.
Haben wir irgendwo Exoskelette MK3 automatisiert? Nein. Wir haben auch schon 139.000 Weltraumwissenschaftspakete bekommen. Insgesamt. Alter. Das würde noch so ein paar Stunden dauern, bis wir dann 4 Millionen sammeln. Sag mir jetzt wenigstens über die Leiche. Hast du gerade drauf? Ey, baller nicht auf mich, ich kann nicht so schnell rennen. Da ist die Leiche. Haben wir keine Effizienzmodule? Oder Stufe 8? Da. Nee, die habe ich noch nicht fertig gemacht. Schade, dann kann ich gar nichts zur Rüstung bauen. Habe ich jetzt nur Power Armor MK3. MK4. Nur, vor allem nur. Ja. Ja, das war ein sehr schönes Boom. Als ob die dann alle kaputt gegangen sind hier. Ciao, Luki. Das war aber ganz haarscharf, ey. Wo ballerst du? Fast wäre ich gestorben. Da, wo ich stehe. Was da, oder wo hast du geballert? Soll ich meine Atombombe bei uns in die Mall reinknippen? Autsch. Ja, ich würde es sein lassen. Echt? Dann ist aber echt Spiel vorbei. Dann haben wir Probleme. Oder ins AKW. Der ist hier nur die ganze Zeit umblitzen. Was ballert der denn da? Ja. Vielleicht haben wir jetzt einen Krater in der Base. Okay, Freunde. Feierabend, oder was? Ich würde sagen, das wäre es gewesen mit Fallen 2.0, oder? Ich würde gerade noch was testen. Was willst du denn testen? Zählt gerade alles voll Exoskelette? Also ich bin jetzt bei 5 Stück MK3. Oh Mann. Okay, warte mal, habe ich die nicht sogar automatisiert? Das müssen wir uns noch angucken. Hab ich eben gefragt, hast du nein gesagt? Ich war mir nicht ganz sicher. Ich will zumindest noch mal sehen, wie er so schnell läuft, dass das Spiel wieder zurückspult. Ist die Matrix abkackt. Wenn du die letzte Rüstung hast und die vollpackst mit den Exoskeletten. Okay, aber dann das... Dann, oh Gott, das muss so viel Geschwindigkeit sein. Ich will es gar nicht wissen. Ich wollte gerade sagen, ich will es gar nicht sehen, aber wahrscheinlich werden wir auch gar nichts sehen. Ich bin dann einfach weg. Leichtbauteile, warte mal. Let's go, Delta. Let's go, Delta, let's go, Delta, let's go, Delta. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück drin. Ey, was haben wir damals eigentlich gesagt, wie viele Folgen wir brauchen? 200? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Warte, ich mach noch ein paar MK1 rein, die ich gerade craften kann. So, ich habe jetzt 8 Stück drin bei mir. Was ist denn der älteste Aufbau, der hier noch existiert? Lass doch mal den Anfang nochmal angucken. Boah, geht, so schnell bin ich gar nicht. Wo haben wir denn angefangen? Ich glaube, irgendwo so in dem Bereich hier war der Anfang, oder? Ja, warte mal, da ist die Holzproduktion, die ist noch alt. Ja, die Holzproduktion ist Gesundheit. Nee, warte mal, hier unten ist doch der See. Da startet man doch. Ich weiß nicht, ob das der Startsee ist. Ach, warte mal, den Startsee haben wir, glaube ich, zugekippt, oder? Ja, kann sein. Ich meine, wir hätten irgendwo in dem Bereich hier hätten wir angefangen. Ja, da ist aber nichts mehr. Nee, eigentlich muss man nur sterben, dann weißt du doch, wo du gespawnt bist. Ach ja, wo bin ich denn? Oh, wo kam ich denn wieder? Also ich habe jetzt 8 Exoskelette bei mir drin, MK3. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du musst Fighter sein, nicht Bilder. Die Fighter laufen viel schneller. 8, jetzt habe ich 10. 9. Und jetzt habe ich 11. Ich habe mich noch nicht bewegt. Er traut sich nicht. Er drückt einmal W. Ich habe jetzt einen... Das steht nirgendwo, die Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Oh, müssten aber 700% sein, fast. Okay, ich drücke jetzt. Mach mal gleich Wettrennen machen. Hast du drin? 11? Ja, ich glaube. Ich laufe hier einfach durch alles. So, ich habe jetzt auch 11 drin. Wo bist du? Delta schneller. Ja, Delta ist auch... Ich bin auch Bilder. Warte, ich habe noch welche. Lass mal hier auf freie Fläche gehen. Hier so. Ich komme. Wo bist du? Warte. Bitte, hier sind's. Ah. Alter! Warte, wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Okay, nach links laufen. Ja. Auf Plätze, fertig, los. Wie er mich abzieht, so komplett, so weg ist er. Warte, ich mach mit. Ja, ich muss mal ganz kurz sterben, glaube ich. Warte, ich hab noch 3. Ich kann auf 14 erhöhen. Ach, halt's Maul. Oh Mann. So, warte, jetzt lebe ich gleich nochmal. Dann kann ich euch genau sagen, wo man spawnt. Hier, das ist unser Anfangspunkt. Okay, wir werden auch noch in die Koordinaten gucken können. Das ist doch der Startsee. Aber von da ist, glaube ich, nichts. Da steht, glaube ich, nichts mehr, was noch von Anfang war, ne? Ne, ich glaube tatsächlich so mit die Holzproduktion und Teile der Schmelzen sind das Älteste. Und halt Main was, ne? Ja, die Holz produzieren ist auf jeden Fall. Wo sind die ganzen da? Ansonsten ist hier, glaube ich, auch echt nichts. Wir haben damals alles abgerissen. Okay, ich möchte noch ein Wettrennen. Ja, oder? Muss noch pimpen. Eins kriege ich noch rein. Erzschmelzen sind die ältesten. Nee, die wird auch schon mal komplett. Warte mal, die. Ja, Teile davon. Wo bist du? Guck mal, wo doch einmal. Nee, ich würde sagen Nickel. Okay. Komm, ich geb dir Vorsprung. Auf Plätze, fertig, los. Haha. Alter. Ich einfach eine hole. Renn mal über die Karte. Also irgendwo nach außen, wo Aliens sind. Wo geht's denn hier raus? Warte, ich speichere mal gerade. Aber ihr rennt doch auf Beton. Okay, ich speichere auch. Ist auf Gras, ist ja super schnell. Er rennt doch einfach durch Mauern. Kannst du nicht über Wasser laufen? Nee, noch nicht. Ich hab keine Jesus-Latschen. Aua, ah! Kann euch nicht verfolgen, das ist. Geht gar nicht. Ich lauf nicht zu den Aliens, das fängt so an zu ruckeln bei mir, ey. Da kenn ich noch einen. Aua. Können wir testen, durch wie viele Mauern wir. Ich komm durch. Ich komm durch Klippen. Er ist da offen. Ja, durch Klippen kommst du locker. Durch Klippen komme ich, glaube ich, auch durch. Da kannst du nicht auch ein bisschen über Wasser laufen? Ich habe keinen Strom, hä? Also, ich kann hier nicht über Wasser laufen. Alter, kann man, glaube ich, drüber oder nicht? Jetzt der Mauertest. Wie viele Mauern kann Delta durchlaufen? Also das zwei habe ich schon geschafft. Nein, mach das auf Beton. Beton bist du schneller. Nur leg mal Beton. Leg mal Beton. Ey! Was ja, denn? Das auf, leg das, mach das auf Beton. Also ich schaff, glaube ich, durch ein. Nee, oh. Nicht mal eine, glaube ich. Warte mal hier gerade mal frei machen. Ja, übertreib sofort. Nee, ich kann nicht mal durch eine laufen. Das ist viel zu viel. So, drei Stück.
drei Mauern. Achtung, fertig. Jo, komm ich durch. Ja, komm hier, ist Dings aufgebaut. Estlauf. Bist du? Ach, da unten. Oh, leck. Boah. Scheiße. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, ich bin zu schnell. Wir sind mit Höchstgeschwindigkeit schön in den Zug gerannt, wa? Ja. Ah, so, Freunde, mir ist Feierabend. Ja, komm, dann werfe jetzt noch zum Schluss eine Atombombe. Echt? In die Base? Ist geil. Nein, ja, das mache ich nicht. Das tut mir in der Seele weh. Alter. Da war ein heller Blitz. Das war aber super knapp, ey. Alter, ich kann mich hier... Alter, ich... Nee. Piss mich nicht. Er schießt doch. Nein, da schieße ich nicht hin. Da kommen nämlich die Robis nicht zum Reparieren hin. Hey, du Delta. Ja, was? Komm her. Ja. So bescheid. Ups. Alter, durch wie viele Mauern kann ich bitte rasen? Ich glaube, ich bin jetzt durch 5 oder 6 Mauern durch. Ey, ich bin auch noch schnell genug. Chill mal. Oh, Alter. Oh. Das war knapp. Erwischt. Ich hab's nicht gesehen. Okay, Freunde, das wär's gewesen. Fallen 2.0, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, was so als nächstes kommt. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Delta und Wesley. Ja, danke, danke, danke. Mhm. Viel Spaß. Ne, die hat letzten gemacht. 123 Folgen waren sehr lustig. Ja. Du hast tatsächlich jeden zweiten Tag eine Folge gebracht, ne? Ja. Außer Weihnachten, glaube ich. Aber da könnte es sein, dass jeden Tag eine kam. Das heißt, wir haben jetzt zwei Dritteljahr lang dieses Let's Play gespielt. Ja. Wann haben wir angefangen? Weißt du noch ungefähr genau, wann die erste Folge kam? Ja, das kann ich easy nachgucken. Dann bist du ja im August, nee, September. Kann ich dir sofort sagen, so. Also September, irgendwann. Erste Folge kam raus am 9.10.20. Krass. 9.10. Ja. Das heißt, wir haben jetzt über 7 Monate dieses Spiel gespielt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mauern. Ja, Leute, ihr wisst, was das heißt. Playlist nochmal durchgucken. Hast du schon Feierabend gemacht? Nein, wir sind noch da. Ja, was steht als nächstes an? Ne? Ja, Kommentare, ne? Ihr wisst ja, wo die sind. Haut raus, ob Factorio oder ob wir einfach Minecraft spielen oder so. Ja, ich meine ja, oder anderes Spiel. Hier. Sag das vor. Oder Doodle Jump, irgendwas. Gut, Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.